Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um eure Fortnite-Montagen, denn unter dem letzten Reaction-Video habe ich euch darum gebeten, dass ihr mir die in die Kommentare schickt. Und das könnt ihr dieses Video auch tun, also ballert wieder die Kommentare mit euren Fortnite-Montagen voll. Dann kann ich nämlich daraus wieder welche aussuchen fürs nächste Reaction-Video und die schauen wir uns dann beim nächsten Video wieder an. Bevor wir mit den Montagen aber so richtig loslegen, würde es mich mega supporten, falls ihr meinen Creator-Code AlbiVB im Itemshop eintragen würdet. So eine Kleinschreibung ist egal, da braucht ihr nicht drauf achten. Wichtig ist nur, dass ihr daran denkt, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet und dann könnt ihr direkt losspielen. Aber jetzt würde ich sagen, wir suchen uns auf jeden Fall von den Kommentaren mal eine Montage raus. Ich hoffe, dass die Montagen alle No Copyright Music haben, sonst können wir uns die leider nicht mit Sound anhören. Also denkt auch wirklich dran, wenn ihr eine Montage hochladen solltet, wenn ihr eine Montage... Dieser Schluck auf. Wenn ihr eine Montage hochladen solltet, die ich mir angucken soll, dann schreibt am Tipp besten auch noch in den Titel irgendwie sowas wie Hashtag Alvi und auf Ad. Und das Allerwichtigste ist eigentlich die No Copyright Music. So, aber jetzt würde ich sagen, wir gehen in die Kommentare und suchen mal eine raus. So, dann bin ich jetzt auch schon in den Kommentaren und mal gucken. Wir haben hier 57 Leute, die was reingeschrieben haben. Genauso wie die Jungs das hier gemacht haben, Leute, könnt ihr das unter diesem Video machen. Also nicht vergessen, damit ihr auch eine Chance habt, beim nächsten Reaction-Video dabei zu sein. Und ich mache das sehr regelmäßig, also alle 2 Wochen vielleicht einmal. So, okay, Party Girl ist leider Copyright, deswegen, die schauen wir uns leider nicht an, Bro. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach hier bei Shane rein. Würde mich freuen, wenn du auf meine reagierst. Habe ich auch geliked damals vor 2 Wochen. Okay, er meint vermutlich die hier. Hashtag Aria-Montage, das ist die neueste. Ja, RIP, dass da nicht Albi-Montage steht, aber was soll man machen? Das Problem ist nur, die Montage ist leider Copyright. Ja, müssen wir die halt... Leider ohne Sound anhören. Ist halt so. Aber naja. Geben ihm trotzdem die Chance. Let's go, Bro. Alright. Bisher Creative Clips. Ich habe die Montage schon auf voller Qualität. Trotzdem, das sind nicht 60 FPS, also das sind... 30, obwohl hier 60 P steht. Also das sind safe keine 60 Frames, aber vielleicht hat er einen Renderfehler gehabt. Schönes Turtle. Okay. Er kann gut editieren. Es würde mich vielleicht auch freuen, wenn noch was anderes als Boxfights oder so käme. Weil das Video geht 3 Minuten 45, was für eine Montage auch schon echt richtig lang ist. Ja. Also, er kann... Also, das... Pass auf, ich kann... Ich sag das jetzt mal... Weil ich meine, ich weiß, dass der eigentlich mehr drauf hat, weil das sieht man auch an den Clips. Ich meine, der weiß, wie man Fortnite spielt. Und dass man dann solche Clips reinnimmt, also ich sage das jetzt nur, weil die Montage so lang ist. Sonst wäre das jetzt kein Problem. Aber zum Beispiel diesen Clip hier, Jungs, den jetzt, ja, der kann man vielleicht noch reinnehmen, aber den hier, den hat er jetzt wahrscheinlich reingenommen, weil er halt schnell hintereinander 3 Kills gemacht hat. Da würde ich vielleicht ein bisschen auf die Länge gucken, weil 4 Minuten, ich sage jetzt mal, die Montage geht 4 Minuten, weil das ist ja, fehlt ja wirklich nicht viel bis dahin. Da kann man sich solche Clips sparen, you know? Weil die Clips, die er da, er hat teilweise, der war zum Beispiel nice, der Clip. Der war gut. Den kann man mit reinnehmen, auf alle Fälle. Aber den von davor, ich meine, das war auch nicht so ein Clip, der wirklich so sein Können zeigt. Ich meine, der kann ja deutlich mehr. Aber doch, ich finde die Clips, die werden jetzt immer besser. Die am Anfang, die hätte er ruhig rausnehmen können. Die sind alle viel, viel besser, die Clips gerade. Meiner Meinung nach. Viel creative. Er nimmt von Arena oder, na gut, Arena haben wir bisher nur gesehen, nimmt er viel Snipe-Clips raus, aber sonst nichts. Ah, jetzt haben wir hier einen Arena-Clip, nice.
Okay, sehr schön. Das sind Realistics. Ja. Also er kann auf jeden Fall editieren, also so ist nicht. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Clips, die wurden schon echt seit langem aufgenommen und das Video ist jetzt erst entstanden, weil er spielt Clip für Clip meiner Meinung nach immer besser, zumindest schaut es so aus. Ja, ist auf jeden Fall eine nice Montage. Ich würde sagen, wir stoppen hier auch, weil das geht 3:19, wir haben uns jetzt 30 Sekunden nicht mehr angeschaut. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal bei Shane vorbeischauen, ein Like da lassen, hat auf jeden Fall gute Aufrufe für seine Abozahl. Und ihm einen Kommentar da lassen, mache ich jetzt auch. So. So, dann würde ich sagen, reagieren wir doch mal auf eine nächste. Hab mir sehr viel Mühe gegeben, hoffe du reagierst drauf. Rein da. Okay. Ist das Copyright? Ich höre mal ganz kurz rein. Ich habe jetzt mal ganz kurz reingehört und ich glaube, die ist noch Copyright. Ich bin mir nicht sicher, aber komm, wir hören uns jetzt die mit Ton an, ausnahmsweise. 9 Likes, 43 Aufrufe, ist gut, hat 40 Abonnenten. Fabio FN, insane. Kommt von Alvis Kommentaren. Nice, okay. Ja gut, schauen wir mal rein, let's go. So, let's go. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Controller Player. Ich finde, es sind nur 30 Sekunden vergangen und es waren, glaube ich, bisher nur 4 Clips oder so. Also das ist eine sehr langsam geschnittene Montage, aber ich finde es nice. Weil ich finde, auf diesem Beat könnte man entweder sehr, sehr schnell schneiden oder sehr langsam. Und er hat sich für die langsamere Variante entschieden. Vielleicht kommt jetzt noch ein schneller Part. Sind, wie gesagt, erst gerade nur ein Fünftel von dem, was wir uns jetzt anschauen werden. Aber finde ich nice. Weil das habe ich jetzt nicht erwartet, als ich den Beat gehört habe. Aber doch, es passt auf jeden Fall dazu, weil so ein mittelschnelles Ding hätte nicht gepasst. Nice. Was passiert jetzt? Ganz kurz, bevor wir uns jetzt den Creative Clip anschauen. Diesen Effekt, den er gerade gemacht hat, das war ja dieser Unterwassereffekt. Den würde ich auch nur da benutzen. War auf jeden Fall nice, weil man gemerkt hat, okay, ja, jetzt kommt ein heftiger Trickshot mit der Sniper. War geil geschnitten, aber der Soundeffekt, ich hätte den vielleicht anders gemacht. Ich hätte vielleicht so einen Radio-Soundeffekt oder so drunter gepackt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, die Montage ist echt nice. Also ich finde die cool, sind nice Clips dabei. Ich finde, die sind auch alle sehr, sehr ausgeglichen, die Clips. Sprich, es gibt keine Clips, die extrem heftig sind und es gibt keine Clips, die extrem schlecht sind. Sondern das ist alles sehr ausgeglichen, was ich nice finde, weil die Montage dann auch sehr einheitlich ist. Es gibt immer mal so einen Überraschungsclip, wie zum Beispiel der Trickshot gerade, wo man sich immer drauf freuen kann. Das Einzige, was ich jetzt nicht so verstanden habe, ist dieses Wait. Das war ein bisschen zu lang. Aber sonst mega nice Montage bisher. Geil. Mit der Zeitlupe fand ich geil.
Fand ich geil. Ich dachte am Anfang gedacht, er hat das wirklich so langsam gemacht. Ich so, hey Bruder, warum mal schneller? Aber nee, es war Zeitlupe, war geil, habe ich nicht erwartet. Geil. Kann man so machen. Und er probiert da irgendwas zu bauen. Der Gegner. Sehr nice, Peace Control. Feiere ich, dass am Ende nochmal der Refrain kommt. Ich achte auf so Sachen bei Montagen. Feiere ich, gebt auf jeden Fall ein Like hier. So, nice Montage. Kommentieren. Alright, gehen wir zum nächsten. Alright, dann schauen wir mal hier bei Rustam vorbei. Hey, hab eine nice Montage heute hochgeladen. Musik ist noch Copyright und würde mich freuen, wenn du mal vorbeischauen würdest. Ist meine erste, würde mich daher auch über Verbesserungsvorschläge freuen. Alright. Dann schauen wir mal rein, oder? So, ich glaube, er meint die hier diese Stream-Highlights. Hier steht Aria-Montage auch wieder dabei. Okay. 5 Likes, ein Dislike passt. Hat 106 Abonnenten, 31 Aufrufe. Alright, ich würde sagen, wir schauen wieder rein. Quali auf Full. Er schreibt No Copyright. Ich check das ganz kurz noch. Sollte No Copyright sein, denke ich. Schauen wir rein. Vertrauen wir ihn mal. Alright. Oh, wait, no! Cool Attack. Man merkt auf jeden Fall, das will ich auch jetzt gar nicht in den Kommentaren oder so lesen, ich will diese Montage absolut nicht mit der von jetzt gerade vergleichen, aus einem einzigen Grund. Und zwar merkt man nämlich das hat er auch zumindest auf sein Thumbnail geschrieben, das sind Stream-Highlights beim Stream. Wenn man streamt und so Arena die ganze Zeit spielt oder Publix, dann ist es normal, dass nicht die Clips zustande kommen, als wenn man die ganze Zeit 101s spielt. Ist, denke ich, für jeden verständlich. Wollte ich noch ganz kurz am Rand erwähnen. So, schauen wir mal weiter. Alter. Los. Ey! Dumme Sau. Was ich lustig finde, sind die Effekte. Hier sieht man auch nochmal diesen Totenkopf. Der verdeckt immer so ein bisschen den Kill. Das kann man schon machen. Es gibt ja viele Montagen, die mit solchen Effekten arbeiten. Aber dann würde ich den Totenkopf viel, viel kleiner machen und vielleicht auf den Skin ranzoomen. Weil so sieht man, also man kriegt den Kill gar nicht so richtig mit. Das ist ein kleiner Tipp. Alright. Er wollte ja Verbesserungsvorschläge. Also ich würde, es gibt natürlich ein Like, ich würde erstens Albi-Montage immer in den Titel schreiben. Aber jetzt Spaß beiseite, ich würde ihm auf alle Fälle empfehlen, dass er eher gleiche Effekte benutzt für das Video, weil das war sehr wirr, was die Effekte angeht oder was die Videobearbeitung an sich anging. Man hat ab und zu mal gar keinen Kill mitbekommen, habe ich ja schon mitten im Video gesagt. Fand die, also es waren halt Arena-Clips. Klar, bei Arena-Clips macht man jetzt nicht die heftigsten Sachen normalerweise. War voll in Ordnung. Und deswegen fand ich, das konnte man sich gut geben. Für eine Montage, ich würde das Ganze aber nicht Montage nennen. Ich finde eher, der Name Stream Highlights passt besser dazu. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so kritisch wie bei anderen und sage, hey, die Montage ist jetzt nicht gut, weil für mich es keine Montage war. Für mich ist es eher ein Zusammenschnitt von verschiedenen Arena-Clips aus dem Stream.
Und dafür war es halt gut. Top. So, I am Melon. Ist noch Copyright. Alright. Gucken wir mal rein. Von der Qualität her schaut es schon mal gut aus. 4 Likes, 1 Dislike. 25 Aufrufe, 14 Abonnenten. Super Video, weiter so. Perfekt. Und von der Länge schaut es auch sehr, sehr saftig aus. 2 Minuten 13 hört sich doch schon mal gut an für eine Montage. Machen wir Vollbild und wir schauen rein. Let's go. Ja. Davon spreche ich ganz kurz. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Und zwar für die letzte Montage. Das meine ich jetzt zum Beispiel mit dem Totenkopf oder so. So etwas. Kurz vor dem Kill. Super, perfekt. Ja, aber ich hab schon. Auch mit Stimme, nice. Okay. Ich kann mich nicht hören. Druck ist drüber. Schade eigentlich, Maxi. Ja. I be ballin' like my name Maradona. Came a long way from selling on the corners. I ain't with beef, I ain't with the drama. I just need money, I just need the commas. I need my niggas to keep it 100. I need my niggas to keep it as tight. I do not shoot, but my niggas is gunning. They see where I'm going and I got my back. I be ballin' like my name Maradona. Came a long way from selling on the corners. I ain't with beef, I ain't with the drama. I just need money, I just need the commas. I need my niggas to keep it 100. I need my niggas to keep it as tight. I do not shoot, but my niggas is gunning. They see where I'm going, they all got my back. Bitches be flocking like birdies. I come to my crib out of 30, they always get flirty. Then when I fuck them and dip them, these bitches can't even be mad. I got lean in my system. They give me talk on my guap, I be flushed up. Then they heard a nigga nice up. Then they tryna run a truck up. That ain't gon' happen. Take that shit way back to middle school. I was way too broke to be rocking the Trueys. Heard of the devil, we're proud of, but I'm just a demon, so I'm gon' keep rocking my Louis. Louboutins on a nigga feet. Dollar signs, all a nigga see. I do not fuck with no fake niggas. All my day ones, keep it real with me. All of these niggas be trippin'. Niggas be acting like bitches. My nigga, I do not get it. But all of my niggas is winning. Need to get out of the. Ich stopp grad das Video nicht, weil ich es echt gut find. Also ich finde, es ist eine mega entspannte Montage. Ich finde, mehr Effekte können da gar nicht rein. Der Song ist echt voll entspannt, um so eine lockere Montage einfach rüberzubringen. Deswegen Hut ab, ist echt nice. Ich habe eigentlich keinen Verbesserungsvorschlag. Also vielleicht ein paar mehr Arena-Clips oder so, aber das sage ich ja immer. Also, aber soll halt eine Creative-Montage sein. Passt perfekt, mega entspannt. Sometimes a nigga feel helpless. Don't got nobody to help me. My niggas died and I felt it. Put the money over everything. Even right over a wedding ring. I'ma make it this on everything. Pray to God that I see better days. Put that money over everything. Even right over a wedding ring. I'ma make it this on everything. Pray to God that I see better days. Ballin' like my name in Rotana. Came a long way from selling on the corners. I ain't with beef, I ain't with the drama. I just need money, I just need the commas. I need my niggas to keep it 100. I need my niggas to keep it a stack. Den Übergang hätte man vielleicht nicht schwarz ausblenden müssen, aber sonst nice, also ich fand's gut. Vielleicht die Übergänge zwischen den Clips hätten vielleicht ein bisschen smoother sein können, aber sonst Daumen nach oben wieder. Daumen nach oben. Bam. Ja, das soll es an der Stelle mit dem Video gewesen sein. Ihr könnt mich natürlich kostenfrei supporten, wie gesagt, mit dem Creator-Code ALVIVB im Itemshop. Groß- und Kleinschreibung, egal, einfach nur dran denken, sobald ihr das nächste Mal Fortnite startet. Und wichtig, alle 2 Wochen wird er gelöscht, deswegen schaut immer nach, ob der drin ist. Und genau, sonst könnt ihr den Kanal natürlich noch kostenfrei abonnieren, dazu die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows. And you gotta glow. I gotta go. I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast. So it doesn't fall down.